Was haben die gesagt? Wollen wir das hier wegmachen? Ja, nicht, ne? Na gut, dann nicht. Dann gehen wir halt andersrum. Sieht das jetzt hier besser aus? Naja. Achso, das war sowieso die falsche Richtung. Haha. Da habe ich irgendwie falsch auf das, auf die Anzeige geguckt. Naja. Ihr habt mich nicht gesehen, ich bin gar nicht da. Wo sind eigentlich die Kollegen wieder? Charlie 6, wie ist euer Status? Over. Team 2 in Position an der Umzäunung. Wir warten, bis ihr den Strom abschaltet. Over. Verstanden, so. Die Ladung ist platziert. Los. Gut, wo soll ich denn platzieren und welche Ladung? Haben wir zufällig Sprengstoff dabei? Ach man, jetzt habe ich den schon wieder. Ach man. Wo haben wir denn Sprengstoff? Das ist doch ein Ärger. Immer vergesse ich die Hälfte. Das ist. Ja, ist mal wieder typisch. So, wir waren eben in diesem Häuschen da drin. Hat doch irgendwas von Sprengstoff gesagt. War hier noch Sprengstoff, den ich jetzt eiskalt übersehen habe, oder wie? Das würde dann doch angezeigt werden, oder? Fragezeichen. Soap! Jetzt beweg dich! Ja. Also ich finde es immer doof, wenn ich nicht unsere Kollegen sehe. Ach Mensch, hier kann man rein, das ist ja super. Na gut, dann ist es ja auch halb so wild. Gut, das sind unsere Kollegen, alles gut. Die waren schon vorgelaufen und haben nicht auf uns gewartet. Und anstatt dass sie es selber machen, ne? Nee, das müssen wir jetzt wieder machen. Okay, hier drüben und da, zack, gesetzt. Dann noch hier einen hin und... Ladung platziert. Achso. Alle weg hier. Ich hätte jetzt an die anderen auch noch welche angebracht, nur um das richtig Fums machen zu lassen. So, na los. So, dann lassen wir es mal krachen hier. Badaboom. Ist bestimmt eine gute Idee, hier zu warten, während der Stromkabel vom Himmel kommt. Und hier sollen wir jetzt runter? Wir durchbrechen die Umzäunung. Bereithalten. Notstrom in 10 Sekunden. Bereit. 5 Sekunden. Okay, wir sind durch. Bravo 6, wir warten auf euch beim Sammelpunkt. Ende. Roger, Team 2. Wir sind auf dem Weg. Ende. Mach diesen Zaun auf! Welch jetzt? Immer muss ich alles machen. Also, er macht's. Ich hätte mich auch gerade gefragt, wo ich denn jetzt so ein cooles Spray herbekomme. Wo man den Zaun einfach abreißen kann. Hey, hoch mit dir. Bewegung. Schon wieder ein Heli. Ich ignoriere ihn einfach mal und die ignorieren uns doch, oder? Feindlicher Helikopter. Ja, nee, ich hab's jetzt gemerkt. Liegt das an uns oder an den Typen? Yes, schnapp dir Soap und den Rest und durchkämme die Basis. Griggs und ich suchen eine alternative Route. Das klingt doch noch ein Plan. Was haben wir denn hier? Könnte man sich überlegen, mal sowas mitzunehmen. Anstatt dem hier einfach mal so eine Schrotflinte. Ist, glaube ich, mal eine coole Idee. So, haben wir hier jemanden? Eher nicht. Ah, die ist schon wieder ein Kollege verschanzt. Verdammt. Ich wollte doch unerkannt bleiben, das gelingt mir nie so. Das sind aber ganz schön viele mal wieder. Ja, ich bemühe mich. Ich versuche doch hier ein paar Leute auszuknipsen. Haben wir ihn. Aber da ist noch ein Typ, der immer Granaten wirft. Das finde ich nicht okay. Den sollten wir mal das Fürchten lehren. Feindliche Truppen im Südwesten. Nicht nur die Himmelsrichtung wüsste. Achso, Südwesten müsste... Was ist sein? Lade nach. Na gut, dann halt keiner im Südwesten.
Oh, doch jemand im Südwesten. Haha. Na, was soll denn das? Ich laufe lieber davon, als hinzulaufen. So, wo sind denn die Herren? Ach, dahinter. Feinde auf 12 Uhr. Na ja, und Granate auf 0 Uhr, so in etwa. Haha. Wo sind denn die Typen schon wieder? Brauch Deckung, lade nach. Na gut, wir könnten mal hier uns am Müllcontainer lang schleichen. Hier mal gucken. Hier ist sicher geschlossen, ne? Geschlossene Gesellschaft und Party. So. Feindliche Truppen im Südwesten. Okay, hier rumschleichen bringt auch wenig. Na gut, wir gehen einfach mal. Genauso wie unsere Kollegen vor. Mann, immer lege ich mich hin, das ist recht doof. So, jetzt bitte keine Granaten von oben werfen, das finde ich. Fände ich ziemlich uncool. Ach, da oben. Haha. So, die müssen wir schnellstmöglich ausknipsen. Weil die sonst gehörig Probleme machen. Also grundsätzlich machen die Typen immer Probleme. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich würde sagen, wir brauchen auch Deckung und zwar. Verdammt. Also haben wir jetzt die. Genau, da hatten wir eben die Schrotflinte, die war eigentlich. Kann man ganz gut gebrauchen im Nahkampf. So, probieren wir es diesmal etwas taktischer. Ich nehme diesmal die Position vom. Kontakt westlich von uns. So, ach da, in der Tür ist jemand. Der noch rumnervt. Ja, und ihr hört mal auf mit dem Granatengewehr. Das ist doch echt unlustig. Verdammt, schon wieder. Hätte ich ja gerade mal ausprobieren können mit dem Zurückwerfen. Lass mal. Ja, hier sind ganz schön viele Kontakte. Das brauchst du nicht jedes Mal zu sagen. Hey, ich habe einen Kontakt entdeckt. Mensch. Ist ja was ganz Neues heute. So, ich nicht. Ich muss noch ein bisschen aufräumen. Oh, ja, schön. So, und jetzt? Jetzt ist alles ruhig hier. Abgesehen von ihm und. Sehr schön. Das wollte ich doch nur hören. Dann können wir wie immer ganz professionell. Ja, bin schon dabei. Vielleicht kommt auch wieder der Heli, ne? Korrekt. Also so weit vorzurücken ist, glaube ich, nicht unbedingt ratsam. Feindliche Truppen im Südwesten. Vorsicht, da kommen Hubschrauber! So, komm so runter. Und ich töte dich schon im Flug. So, das wäre er. War da nicht eben noch ein zweiter Heli? Ah, verdammt, ein Raketenwerfer. Den wollen wir nicht als Feind haben. Ist besser, wenn man Raketenwerfer auf seiner Seite hat. Ja, lass mal. Da hätten sie uns beinahe wieder ausgeräuchert. Ja, nicht nur Raketenwerfer, auch ziemlich viele Normalos hier, die uns Problemchen bereiten. Du gehörst auch dazu. Ach, Mann. Ich sehe nichts. Bitte nicht schießen. Ah! Kollege und, genau, kein Kollege. Mann. Da haben die uns aber gut eingeheizt, die Typen. So. Das klang nach Granate. So, den hatten wir eben schon ausgenuckt.
Wenn hier sonst niemand mehr einen Fahrschein möchte, dann können wir als Kontrolleur weiterziehen. Hier so zufällig. Ich glaube, hier sind wir goldrichtig. Dann wieder wollen sich da welche abseilen. Ah, okay, dann knocken wir sie diesmal nicht aus. So, das wäre er. Und da hinten ist auch noch jemand, der uns schon die ganze Zeit ziemlich zusetzt. Genauso wie der Kerl da. Oh Mann. Mit dir dann auf der Rechnung. Das kannst du mir glauben. Vielleicht kommst du mir nicht davon. So, das ist ein Gegner. Genauso wie der Typ da. Und der Typ da auch mit ihrer mit den coolen Masken. Ich glaube auch, sie werden was. Oh Mann. Die glauben doch wirklich, die können uns hier mit dem Raketenwerfer ausräuchern, was zum Teil auch ganz schön gut klappt. So, das wäre er. Alles klar. Gib mir Feuerschutz. In Ordnung. Wenn du ihn nicht so schnell vorpresch, dann kriegen wir das hin. Ich glaube, wir hatten da noch jemanden übersehen. Fraglich ist, wo der Typ sich. Ach, da oben. Wirft ein Granätchen und hofft, dass er damit durchkommt. Ja, hat sich aber zu früh gefreut. Mi amor. So, der wäre aber ausradiert. Das dürfte keine großen Probleme mehr machen. So. Da oben. Ja, ich gebe mir ganz große Mühe. Ah, warum werft ihr denn. Warum beschießt ihr denn die Fässer? Das ist doch echt. Das macht man nicht. Das gehört sich einfach nicht. Fässer beschießen ist ganz blöd. Ich meine, das ist auch ganz blöd, sich hier aufzuhalten, ne? Explodieren das Fass? Okay, das aber. So, da ist ein Raketenwerfer und da ist auch jemand. Und ein Drakunov. Die können wir eventuell gut gebrauchen hier für den Job. Mann! Oh. Wer war denn der Typ da? Oh, oh. Also so oft gestorben bin ich echt selten. So, gehen wir mal hier rum. Ich mag nämlich gar nicht so gern umlaufen werden. So, passt auf die Raketenwerfer auf. Ja, ja, ja. Na, kommt. Die zielen sich wieder ein bisschen. Also, wie hier der Auslöser. Ist da auch ein Typ und da auch. Boah, das geht hier aber auch wieder rund. So kriegen wir jetzt. Ne, wir kriegen ja diese Gesellschaft von hinten. Boah, das geht doch nicht. Und ihm geht's gut hier, im Gas. Der wurde zwar voll getroffen von so einer Rakete, aber egal. So. Nachladen, das auch gar nicht nötig ist. Und ich glaube, wir sollten die Typen da mal ausratieren. Weil die echt ganz schön rumnerven. Und immer ihre nervigen Granaten werfen. Meint ihr jetzt die Hunde? Okay, das waren die Hundis. So, die verkriechen. Nee, verkriechen sich nicht. Die gehen jetzt doch offensiver vor. Die Banausen, die kleinen Schlingel. So. Oh, das war ich nicht, oder war ich doch? Cool, Gas hat die zurückgeworfen, die Granate. Das ist ja mal ganz cool. So, er wechselt auch das Magazin. Ah, das ist ein. Ach, Mann. Das ist ein richtiges Wespennest hier. Okay, denn die müssen wir nicht unbedingt auffangen. So. Geben wir denn jetzt endlich mal Ruhe.
Nein, klingt nicht so.